So. Dann können wir jetzt gleich die nächste Mission angehen. Oh, jetzt lass mein Bein in Ruhe. Meriwether, because security is a private matter. What can I do? Don't hesitate to call back. So, jetzt kommen wir weiter. Schade, du hast das Beste verpasst. Wieso, war sie nackt? Ja. Nur für mich. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Hau ab jetzt von mir. So, jetzt ist mal gut. Hör mal auf mich zu schießen, ich hab dir gar nichts getan. Ich seh dich schon. Ich kann dir nichts machen. Kann mir jetzt gleich in die nächste Mission einladen. Gleich bin ich das bei mir. Brauchst du denn irgendwie Sticks noch oder so? Ja. Naja, ist gut. Warte mal, ich kann mal kurz zum. Aber du kannst doch erstmal einladen in die Mission. Ich glaube, Sticks habe ich noch ein paar. Ja, hört man. Ja. Ich hab schön rausgeglitscht. Oh Gott. Hä? Ich bin gerade Kilometer hochgeflogen. Ja? Ah, ich schon wieder. Machst du hier auch. Du Sackjunge. Ich bin der Fahrer auf zwei Reifen, der sag ich nicht. Was hast du nur jetzt gezündet? Eine Granate oder was? Ja. Ach. Immer diese Kinder hier. Ja, ist so, ne? Das sind wieder die Leute, die es nicht mal, die es mal treiben. Warte, ich muss mal mein Auto wieder anrufen, mal meine Versicherung mal anrufen. Ja, hau ab jetzt endlich hier. Force Mutual, how can I be of service? So. I think we can handle that. Ich muss. Ich brauche ja mein Auto, nachdem was da wieder für eine Mission kommt. Der bringt dir dein Auto nichts. Die Autos zur Verfügung stellt, die wir fahren müssen. Und ich sagte jetzt schon mal was. Voraus. Wir werden tauchen. Wir werden jetzt ganz oft sterben. Na, ja, das sowieso. Aber dafür brauchen wir erstmal eine Einladung. Richtig. Ich bin ja schon auf dem Weg zum Planungsraum. Oh, warum geht das nicht schneller? Oh Mann, oh, ist ja langweilig. Du meinst im Schlafzimmer, Ivan? Ah. Ladebildschirm. So. Rein in die Bruletten. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ihr dieses Auto auch nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Na schon. Wenn ihr das liegende Auto nicht kennt, könnt ihr mir auch nicht das tauchende Auto. Hm. Na, für mich ist das tauchende Auto Toreador.
So, kommst du nicht mit Munition und so? Ja, Sekunde. Nee. Okay. Habt ihr alles? Ja. Auch eure Hosen? Wir brauchen, nee, die habe ich für dich ausgezogen. Wir brauchen Hosen? Nee, Badehosen mit Sicherheit. So. Der Wasserfeste. Na gut. Das kann schon wieder gut. Das ist halt schon wieder nichts Gutes. Ja, Jungs müssen auch immer die gleiche Farbe haben, ne? Er ist abgesprochen. Ja, aber Kev, das brauchen wir, der Wasserfeste. Wenn Yvonne nämlich zum Höhepunkt kommt, da kann es schon mal nass werden. Ach, Mann, Jungs, ey. So. Wenigstens musste für unser Outfit nicht Nemo sterben. Nemo! Ich bin Backfische, so, ich geh doch ganz vorne Auto, traut einer nur in die Mitte zu rennen. Na, dann nehme ich das so. Es war. Wir haben Torpedos. Ja, wir haben ja Raketen. Warte mal, Baby, bleib mal stehen. Nein, ich war. Das war auch nur ein Scherz. Hab ich gesehen! Ich höre schon wieder Dinge explodieren. Ja, wegen dir habe ich den nicht getroffen. Der ist gerade wegen mir in die Klippe runtergefallen. Ich schade, ich hier klappen können. Da bin ich aber auch, Junge. Meine Güte. Ich so, wenn wir oben gezüchtet mit einer Idee. Oh, Kinderheld. Ich stoppe hier. Ich bin ein hier. Ich bin wieder baut. Bin ich schon mal down? Alter, ich bin gerade über was drüber und habe einen Frontflip gemacht. Oh, nicht schlecht. Ich hab's gesehen, ja. Sehr gut. Ich hab das nicht gesehen. Jetzt ist er down. Also mit den Dingern jetzt einfach kann man ins Wasser fahren, ne? Ist ja dann nicht das Problem. Du musst dann einfach Steuerkreuz rechts geben. Sag ich jetzt schon mal im Voraus.
Okay, gut zu wissen. Ja, wie beim Toreador, den ich hab. Du hast ja auch ins Wasser und riechst Rex und dann hast du Boot. Mhm. Wow. Die ist weiter unten, okay. Da. Da ist eine. Oh, ein U-Boot. Doch. Ach, ich soll mich nach Palito Bay begeben. Ich brauche gar nicht, euch hinterher zu fahren, eigentlich. Nee, du bist woanders. Du hast ein anderes Team. Super, und ich fahre euch hinterher. Hast du dich einsam gefühlt? Naja. Nee, Kev passt nur meistens nur halb auf, das ist alles. Ja, ich bin einfach euch hinterher gefahren. Ich hab gar nicht mehr dran und das wäre auch nicht. Wie weit muss ich denn überhaupt jetzt fahren noch? Du musst nach Paletto Bay, wir sind Paletto Cove. Ja, ich seh's grad. Na gut, sind nur 500 Meter Unterschied. Komm wieder ran. Du stehst direkt davor, wie sie die blöde Bombe auch endlich angibt. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Steht direkt davor und wie sieht sie an. Oh, Entschuldigung. I've sent you an image. Okay, you got the first mine. Now for the rest. All right, well, good thing we brought torpedoes. They have a shorter range, so you've got. So, ich scanne noch auf der anderen Seite, du machst die Mitte. Bebe. Entferne dich vom U-Boot. Okay. Keep sweeping. You're the minesweeper. Boom, boom. Unter Wasser klingt immer, wenn du irgendwo gegenfährst, das klingt immer wie ein Bombeneinschlag. Dann mal bitte wieder das Bild über dem Wasser haben, damit ich sehen kann, wo ich hin muss, um wieder an Land zu kommen. Danke. Wouldn't want a whale to run into that. Clear him up.
Ich habe jetzt noch 3. Ja, aber wie gesagt, liegt doch daran, dass ich gerade voll in die falsche Richtung gefahren bin. Jetzt habe ich mir kurz hier eine Mine noch schnell hier. Was sind die? Alter, ey, hier kommst du nirgendwo wieder auf die Straße, ey. So, jetzt endlich. Jetzt. So, 2 noch. Das Ding bewegt sich unter Wasser so langsam. Da ist doch das. Ernsthaft. Und da ist die letzte. Hab sie. Skelle das fragt. Ich muss ja jetzt wieder zu euch, ne? Ja. Zum Abgabeort hier in Paleto Bay. Hey, Moment, hier steht da was von Skelle das fragt. Hier habe ich noch gelbe Punkte. Warte mal. Ja, muss ich noch abstimmen. Ja, dann mache ich das erstmal. Bevor das irgendwie wieder schief läuft. Alles gut, kriegen wir hin. Bin schon dran im Scan. So, erster Teil ist durch. So, zweiter Teil ist durch. Das Boot ist durch. Ja, beziehungsweise es gab gescannt. So, komme jetzt euch zurück. Mach's gut. Ja, halt das Flugzeug noch abgescannt eben kurz. Frage ist, warte mal. Markus wird Karussell. Also gegenüber den letzten Missionen finde ich die tatsächlich relativ entspannt. Missionen, wo man ein raketenbeladenes Auto hat, womit man einfach alles wegrotzen kann, sind immer entspannt. Ja.
the results. Pull out of there and come into the drop-off. Surface-to-air missile, warhead, proximity fuse. Good news, people. They aren't expecting us to come at them from below. Hat eine zu früh abgebogen. Na, wenigstens fährst du nicht fünfmal vorbei. Nö, alles hat funktioniert, wie das, was wollten. So, und jetzt? Jetzt. Geht weiter, okay. In Vorbereitung, B-Stunden. Yeah, Platin. Aber du verdienst gutes Geld auf jeden Fall. Muss ich sagen. Dann geht's zum zweiten Akt, Hirk. Hm? Jetzt kommt die zweite Hauptmission. Das Finale? Yep. Ja, und dann machen wir Feierabend. Dann machen wir den dritten, fangen wir den dritten Akt beim nächsten Mal an. Ja. Den Akt. Das wird mir auch wirklich zu viel sein. Den Akt. Ja, eben. Wie gesagt, das passt dann. Genau. Ja! Hörst du mal auf? Ich habe noch nie mal was gemacht, weißt du? Ich packe euch ein bestes Weg rein. Ich habe keine verbraucht. Ach, egal. Ich habe keine verbraucht. Brauchst du doch das nächste Mal, Markus? Nö. Diese Drecks-KI! Ja, dich nehme ich mit rein. Ah. Wen meinst du jetzt? Den Markus nehme ich mit rein ins U-Boot. Ach, nee. Ja. Ich will auch mal irgendwo rein. Kommt dein Auto nicht führt. Mein Auto. Ja. Das falsche Auto. Auch alles gut. Ja, da fühlt sich wohl, ne? Oben auf der Mülltonne. Ist ja nur dein Auto, alles gut. Das ist meins. Ist egal, das ist Babys Auto. Was willst du machen? Du kannst mich hier nicht töten. Du kannst mich eh nicht töten. Okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Du kannst ja nicht alle töten. Ich will nicht sterben. Zack, eine Sekunde später auf die Fresse gefallen, oder was? Nö,